Christmas memories. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich starte jetzt den Vlog ganz random mit einem DM-Haul. Wir waren gestern einkaufen, ich habe nämlich heute ein Fotoshooting. Und oh mein Gott, ihr Lieben, das letzte Mal, dass ich so richtig geschminkt war, war zu meiner Fernsehzeit, bevor ich Liana bekommen habe, bevor ich entbunden habe. Und jetzt habe ich mal wieder so ein richtig professionelles Fotoshooting heute und habe dann gedacht, ey, ich muss wenigstens Lippenstift selber besitzen, dass ich mich danach schminken kann. Also bin ich gestern los mit den Kindern und habe einiges eingekauft. Die müssen nämlich auch beschäftigt werden während des Fotoshootings, deswegen ein paar Snacks. Ich zeige euch, was ich mitgenommen habe. Einmal ein Haarspray, ich besitze kein Haarspray mehr, benutze ich nicht, privat sowieso nicht. Das hat mich irgendwie angemacht von Syos, mikrofeiner Sprühnebel für starke Styles. Mal gucken, ob es hält, was es verspricht. Dann, wie gesagt, Lippenstift. Ich tendiere heute, weil es so ein bisschen ein sexy Shooting wird, zu rot, aber privat trage ich wahnsinnig gerne diese Farben. Ich werde nachher mit der Visagistin, also es kommt wirklich auch eine Visagistin zu mir heute, absprechen, was sie denkt, aber ich habe mal drei Farben mitgenommen, die sind sehr ähnlich, das ist ein bisschen dunkler, das ist ein bisschen heller. Alles von Catrice, weil ich von Catrice, ah nee, das ist Essence, aber von den Marken habe ich gehört, dass sie vegan und tierversuchsfrei sein sollen. Ich hoffe, das stimmt. Catrice auf jeden Fall, bei Essence bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Drei Lip Liner dazu, passend natürlich zu den, andersrum, passend zu den, das sind, also es ist kein Lip Gloss, sondern das heißt matte Lippen Liquid, also doch, ist es wahrscheinlich Gloss, ich habe keine Ahnung. Dann habe ich ein mattes Fixing Powder, das brauche ich auch manchmal hier fürs Studio, dass ich nicht so glänze. Das da, ich werde so oft gefragt, Jana, wie schminkst du deine Wimpern, die sehen so toll aus. Es ist der günstigste Mascara, den es gibt, von Essence. Ich glaube, der kostet nicht mal 2 Euro oder 3, 2 Euro irgendwas. The False Lashes Mascara. Das war gut ausgesprochen. The False Lashes Mascara. Er schmiert ein bisschen, finde ich. Also er macht wunderschöne, lange Wimpern. Aber man hat manchmal so einen Schatten unter den Wimpern nach ein paar Stunden, wenn man schwitzt. Das finde ich so ein bisschen negativ. Aber ja, er macht wirklich wunderschöne Wimpern. Wenn es ein Fotoshooting ist, mache ich aber auch mal gern hier falsche Wimpern drauf. Aber auch das werde ich mit der Visagistin erst abklären, ob die zu krass sind oder... ja, was sie denkt. Dazu dann den Wimpernkleber natürlich. Da sind so, kennt ihr alle, Hydrogel-Eye-Patches gegen Augenringe. Das werde ich jetzt gleich anziehen. Dann habe ich einen Spitzer, weil ich finde meinen nicht mehr, für die Lip-Liner. Das da habe ich schon bei so vielen Fotos und Fotoshootings gesehen, dass das ganz nice aussehen könnte, wenn man das in die Haare macht. Ich weiß nicht, ob es heute zu meinem Look passt, aber es könnte passen. Also mal schauen. Mal schauen, was die Visagistin sagt. Auch hier. Ich habe bei meiner Fernsehzeit auch immer auf Visagistinnen vertraut, weil ich einfach selber nicht so das Händchen für Styling habe. Ich bin eher so der natürliche Typ, weil ich natürlich sehr, ich wollte gerade sagen, lange vor der Schminke stand, aber es stimmt gar nicht. Ich war ungefähr 5 Minuten in dieser Abteilung, habe einfach gegriffen. Aber mein Mäuschen stand natürlich daneben und gesagt, Mama, ich will auch so einkaufen wie du. Und dann halt, habe ich ihr erlaubt, auch sich einen Lippenstift auszusuchen. Einen roten wollte sie und sie wollte Haarbänder. Habe ich ihr natürlich erlaubt. Dann waren wir in der Kinderabteilung. Und ich habe zwei total süße, ich kaufe so gerne Bodies bei DM, total süße Bodies gefunden. Das ist so ein Frotte-Body. Bändchen hat jetzt 86,92, unglaublich. Und einen Dino-Body. Und dann wollten sie beide eine Zahnbürste, obwohl sie die elektrische Zahnbürsten haben. Aber ne, bei Zahnbürsten sage ich nicht nein. Conny und Feuerwehrmann Sam, also den gucken wir nicht, kennen wir nicht. Aber ich habe gesagt, ey, das ist ein Feuerwehrmann. Ben hat gesagt, okay. Dann wollten sie eine Badekugel haben, beide. Und dann haben wir diverse Snacks mitgenommen, eben weil sie heute mitgehen. Oma und Opa sind nicht da und André, ja, brauche ich einfach als Unterstützung. Deswegen nehmen wir die kleinen Süßen mit und beschäftigen sie ein bisschen. Ich zeige euch auch gleich, ich habe schon eine Spielzeugtasche gerichtet. Da drauf stehen sie total. Ich habe das Gefühl, dass Ben jedes Mal einen roten Popo hat von den Erdbeerfruchtchips, aber er liebt sie und feiert sie so. Dann gibt es noch einen Beerenmix und Smoothie-Chips. Die hat Liana gestern das erste Mal im Laden probiert und fand die super. Diverse Quetschis, eher für Liana. Ben mag nicht so gerne Quetschis. Und Fruchtriegel.
Ah, und das da habe ich noch gesehen. Wie cool ist denn das? Mein Omelette-Ersatz. Ich esse so gut wie keine Eier mehr, außer sie sind irgendwo verbacken. Aber so Spiegelei, Rührei, Omelette habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Geht irgendwie nicht mehr. Mag ich nicht. Ich finde den Gedanken einfach ganz eklig. Und hier gibt es ein veganes Omelette. Und ich habe gedacht, wie cool ist denn das? Ich probiere das mal mit Kichererbsenmehl, Flohsamenschalen, Kartoffelflocken, Karottenfasern und so. Also ja, hört sich mega lecker an. Das habe ich gedacht, probiere ich mal aus. So, jetzt mache ich die Snacks in die Spielzeugtasche und zeige euch die kurz. Und das werde ich an den Tisch legen für die Visagistin. Ich bin so gespannt auf heute. Vor allem ist mir wichtig, dass das gut mit den Kindern funktioniert. Ich will die nicht stressen, aber wir haben alles so vorbereitet. Die Visagistin kommt hierher, das heißt, sie sind in ihrer normalen Umgebung. Und beim Fotoshooting sind wir dann hoffentlich nur 2 Stunden. Und da habe ich gesorgt dafür, dass sie dann beschäftigt sind. Genau. Ah, alles zusammen hat 100 Euro gekostet. Verrückt, aber wahr. Hallo ihr Lieben, erkennt ihr mich noch? Ich bin ein bisschen gestylt. Wir haben ein Fotoshooting gleich und ich habe ein Fotoshooting, heute nur ich. Aber ich habe die ganze Family dabei als Unterstützung. Ich habe heute Morgen kurz gezeigt, was ich bei DM gekauft habe. Ich habe ja gedacht, ich bräuchte ein bisschen Schminke, aber die Stylistin war da und hatte unglaublich viel Schminke und wollte von meiner Billig-DM-Schminke gar nichts wissen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Fotoshooting. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Ich wollte heute eigentlich den ganzen Tag vloggen, aber das ging jetzt so lange. Sie hat auch zu mir gesagt, sie ist nicht die schnelle Visagistin. Sie braucht wirklich schön viel Zeit und ich glaube 2 Stunden, oder? Ja, vergiss nicht zu sagen, dass wir auf dem Weg sind zur Fotoshooting. 2,5 Stunden. Hat 2,5 Stunden gedauert. 2 Stunden, glaube ich, 2,5. Ja. Make-up, Haare. Aber ja, ne? Aber ja, wir sind auf dem Weg zum Fotoshooting. Es ist halt einfach, ich bin nicht mehr so jung, ne? Ich habe heute gedacht, boah, früher im Fotoshooting, oh mein Gott. Aber ja, sind auf dem Weg zum Fotoshooting. Fernsehstudio ging das nicht so lang. Aber ja, so ist es halt, ne? Also das liegt nicht an der Visagistin, die war mega, sondern das liegt an vielen Baustellen, die jetzt so das Gesicht hat, was es früher noch nicht hatte. 35, Kollegin. 35. Bin ich 35? Oh mein Gott, ich bin 35. Katastrophe. Aber ich fühle mich noch wie 20. Deshalb werden aber wir jetzt... 35. Und ich auch. Schatz, ich hab da was im Auge. Deswegen, Schatz, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen jetzt ein paar hoffentlich richtig schöne Fotos machen. Ich habe nämlich eine ganz, ganz gute Idee, aber ich weiß nicht, ob ich sie umsetzen kann. Ich habe so schöne Bilder im Kopf, aber ja, ich muss jetzt erstmal warm werden. Das dauert immer so ein bisschen bei mir, bis ich mich so wohlfühle und dann auch loslassen kann. Ja, mal schauen. Ich berichte euch nachher. Wenn André Zeit hat, weiß nicht, ob das klappt, weil er ja 2 Kinder zu betreuen hat, aber wenn, dann vloggt er vielleicht ein bisschen mit. Bis später. Da habe ich wirklich gestern gedacht, ich könnte auch noch vloggen. Falsch gedacht, ihr Lieben. Gestern mit dem Fotoshooting war einfach super stressig und deswegen habe ich nicht gevloggt. Dafür aber heute. Wir haben ganz spontan entschieden, dass wir in die Schweiz fahren, morgen zu unseren Freunden ins Wallis und dort Silvester verbringen. Und dafür müssen wir jetzt einiges besorgen. Wir haben nämlich heute Morgen uns kurz geschlossen und hatten echt gute Ideen, beziehungsweise auch ein paar Ideen geklaut. Zum Beispiel die Countdown-Tütchen auf Instagram. Sorry, die Kinder schauen hier gerade iPad. Wahrscheinlich hört ihr das jetzt ziemlich laut. Ich hoffe, das geht. Wir steigen nämlich jetzt gleich aus und gehen einkaufen für unsere Countdown-Tütchen. Jede Stunde bekommen sie eine andere Aufgabe. Haben wir auf Instagram heute Morgen gesehen, hat mir meine Freundin geschickt und wir haben sofort gesagt, das machen wir mit den Kindern. Dafür brauchen wir jetzt noch einiges. Dann müssen wir einkaufen für Gewürzpaste. André möchte nämlich dort einen Borsch kochen für alle. An Silvester gibt es Raclette und den Oliviersalat, den ich heute noch machen muss. Also ja, lange Einkaufsliste, viel zu tun heute und ihr seid dabei. Ganz viel Spaß beim Vlog, jetzt gehen wir in den DM. Also meine Lieben, alle Einkäufe erledigt. Jetzt trage ich das rein und dann zeige ich euch gleich alles.
So, meine Lieben, wir haben es nicht mehr ausgehalten. Wir haben jetzt erst schnell gekocht. Ich zeige euch alles andere nach dem Essen. Spätzle mit Rahmsoße. Ich habe vegetarisches oder sogar veganes Cordon Bleu. André hat ein normales Cordon Bleu. Wir haben Salat und die Kinder haben Spätzle mit Tofu-Würstchen. So, ihr Lieben, jetzt haben wir uns gestärkt und gegessen. Mein Mann macht mich heute wahnsinnig, aber so richtig. Ich weiß nicht, ob ich es überlebe. Ich zeige euch jetzt aber erstmal den Food Hall und ich möchte euch über die Countdown-Säckchen was erzählen. Vielleicht schaffen wir es ja noch heute Abend, den Vlog zu schneiden, dass ihr vielleicht sogar die Idee noch vorher seht oder ich mache es noch auf Instagram. Ich könnte es auch euch auf Instagram zeigen, aber da sind nicht alle. Wir haben vor, Countdown-Tütchen zu machen, also in jeder vollen Stunde den Kindern eine Aufgabe, eine schöne geben und sie somit ein bisschen zu beschäftigen. Wollt ihr was sagen oder blöd machen oder... Ich wollte Licht und, Licht kontrollieren und dann blöd machen, dass ich kein richtiges Licht habe, oder? Genau. Es ist nicht blöd machen, es ist dich beizubringen. Dir beizubringen. Egal. Dir, dich. Ich zeige euch jetzt den Food Hall. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist eine Gemüsepaste, weil unsere Freunde haben sich gewünscht, dass André einen Borscht dort kocht. Und da machen wir ja immer die frische Gemüsepaste, Gewürzpaste heißt sie, glaube ich, aus dem Thermomix. Und dafür brauchen wir so ziemlich alles, was hier liegt. Wir brauchen Zucchini, Staudensellerie, Möhren, Kräuter, Tomaten, Champignons. Genau, die Sachen liegen dann schon für den Borscht da. Hier Weißkohl, rote Beete, Möhren brauchen wir auch für den Borscht. Muss Mia, glaube ich, raus. Schau mal, die will Pipi. Oh, Mia muss voll dringend Pipi. Geh mal spazieren. Schatz, Mia muss raus. Mein Akku ist leer. Wo ist der andere Akku? Ah. Jetzt auf einmal, gell? Dein Bart ist sehr spitz diesmal. Dein Gesicht wird dadurch zu lang. Muss... Und ich würde so gerade unten abschneiden. Ach, wir sind in deinem Hund. Wir haben das gestern genommen. Weißt du noch? Nö. So, der Akku ist wieder geladen. Also, ich habe euch erklärt, Gewürzpaste werde ich jetzt gleich machen. Und André macht dann dort in der Schweiz Borsch und Nudelsuppe. Nudelsuppe, weil Borsch ist ja mit Weißkohl und die Kinder mögen das nicht so gerne. Deswegen machen wir praktisch mit der gleichen oder ähnlichen Brühe auch eine Nudelsuppe. Dann haben wir noch diverse Sachen für den Olivier-Salat, weil den wollen wir zum Raclette dazu spendieren. Unsere Freunde holen alles fürs Raclette. Wir machen dann mit Papa. Papa ist los mit ihr spazieren. Genau, deswegen Eier, Kartoffeln, Karotten brauchen wir auch dazu. Die Salz-Dillgurken gehören noch zum Olivier. Genau, dann haben wir ein bisschen Chips mitgenommen für die Silvesterparty. Das Porridge essen die Kinder super gerne, deswegen habe ich das mal mitgenommen zum Frühstück. Findet man irgendwie selten. Ich habe es jetzt im Kaufland gefunden. Normalerweise bestelle ich es online. Die da inhaliert Ben. So gerne. Wattepads für mich. Dinkel Kaiserschmarrn. Oh, der ist so lecker aus dem DM. Einfach hier für den Vorrat. Ja, mein Schatz. Das da wird ein Countdown. Darfst du gleich, mein Schatz. Das wird ein Countdown-Tütchen. Wir machen Cocktail, also so ein Bananenkirsch, ne? Kiba. Genau. Und das Crunchy-Müsli will ich auch mitnehmen, weil das ist auch super lecker. Und ganz lange in der Adventszeit gesucht, Wäscheklammern aus Holz zum Basteln. Ich habe es nicht gefunden, heute habe ich es gefunden. Liantin hat auch so ein tolles neues Bastelset mit Einhörnern und da braucht man auch solche Holzklammern. Deswegen habe ich die mitgenommen. Ah, und die Sucht, von der ich euch erzählt habe, alkoholfreier Wein. Zweimal Rosé, ich möchte den meiner Freundin zeigen, ist ja auch eine Stillmama, Langzeitstillmama und hatte auch schon lange keinen Wein mehr. Deswegen habe ich mal für uns... Zwei habe ich schon jetzt. Zwei rote und zwei rosé mitgenommen. Richtig, okay. Aber jetzt zeige ich euch, oder Lianchen wahrscheinlich, hat, willst du? Die Countdown-Tüten machen wir jetzt. So, ihr Lieben. Ich wollte euch jetzt eigentlich die Countdown-Tütchen zeigen, aber ich mache jetzt erst schnell die Gewürzpaste, weil während die dann kocht, das dauert eine Weile im Thermomix, kann ich dann, ich muss jetzt intelligenter arbeiten, weil wir haben heute schon noch so viel zu tun, dass wir das besser aufteilen. Ich muss ja noch den Olivier-Salat machen, noch Koffer packen, also erst Gewürzpaste und dann zeige ich euch die Tüten. Hey.
So, ihr Lieben, wir machen jetzt unsere Countdown-Tütchen für Silvester. Wer noch nie davon gehört hat, jede Stunde, wir fangen um 16 Uhr, machen ein bisschen weiter runter dazu, hier über die 12, genau. Ja. Yep. Und jetzt kannst du, wenn du möchtest, das noch schön anmalen. Oder wir lassen es so. Okay, wie du möchtest. Wir fangen um 4 Uhr an, 16 Uhr. Und da gibt es die erste Tüte. Und jede Stunde bekommt eine Aufgabe. Was war die erste Aufgabe, Liantin? Weißt du es noch? Genau. Wir sind ja bei unseren Freunden in der Schweiz. Und um 16 Uhr bekommen dann die Kinder die erste Tüte mit Dekoartikeln. Da machen wir nur so als Beispiel 1, 2, 3 Deko-Sachen rein. Aber haben dann natürlich eine große Deko-Tüte. Da vorne liegt das ganze Deko, zeige ich euch gleich. Und dann dürfen sie um 16 Uhr die Bude schmücken. Und dann kommt die nächste Tüte um 5. Muss ich mal kurz nachgucken. Für 17 Uhr dürfen sie sich dann schminken, verkleiden und Tattoos machen. Und da kommt dann noch eine Tüte. Genau, die Tüten bereiten wir jetzt mal vor und dann zeigen wir euch gleich das Endergebnis. So, die Countdown-Tütchen sind fast fertig. Liana malt hier jedes einzelne sehr liebevoll an. Oh, und jetzt wacht Ben, glaube ich, auf. 4, 5, 6, 7. Oh, da oben ist noch die 12. Die ist noch nicht fertig. 8, 9, 10, 11. Also noch eins danach. Ich hol Ben. So, meine Lieben, ich habe es gerade ziemlich ausführlich auf Instagram gezeigt, aber ich weiß ja, dass nicht alle auf Instagram folgen, deswegen möchte ich es jetzt einfach nochmal hier zeigen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, den Vlog vor Neujahr noch hochzuladen, aber wenn nicht, habt ihr vielleicht eine Inspiration für nächstes Jahr. Countdown-Tüten. Jede volle Stunde ab 16 Uhr bekommen die Kinder eine Countdown-Tüte und somit eine Aufgabe. Total süße Idee, haben wir auf Instagram gesehen. Meine Freundin hat mir das heute Morgen geschickt und wir waren gleich beide Feuer und Flamme und haben gesagt, okay, wir müssen das machen. Liana hat ganz liebevoll alle Tütchen vorbereitet. Sie weiß auch schon, was reinkommt. Also ne, sie wollte da unbedingt dabei sein und einkaufen und mitmachen. Ja, aber ich wollte es euch jetzt gerade mal ganz kurz in Ruhe zeigen. 16 Uhr werden wir den Kindern ganz viel Dekomaterial geben. Hier sind nur ein paar Dinge drin, stellvertretend. Wir werden Girlanden haben, Luftschlangen, Luftballons, Konfetti, Tröten. Also ganz, ganz viel Deko, wo sie um 16 Uhr anfangen können, dann die ganze Bude zu dekorieren. Meine Freundin wohnt ja unglaublich schön in Unterbech im Wallis. Mitten in den Bergen, haben ein wunderschönes Haus. Ich werde da morgen auch bestimmt ein bisschen vloggen und dann seht ihr das, wie wir das dann oder die Kinder dann alles schön dekorieren dürfen. Um 17 Uhr bekommen die Kinder, vor allem die Mädels, jeder eine Tüte mit unglaublich viel Schminke drin. Die Jungs dürfen natürlich da auch mitmachen. Wir haben denen nur jetzt nichts echt Extras gekauft, ne, weil die das ja noch nicht so richtig machen. Also Ben und Henry sind beide 2, fast, noch nicht ganz. Henry ist schon 2, Ben noch nicht. Und mal gucken, ob sie da mit den Mädels mitmachen möchten. Einmal Lidschatten, einmal Haarspängerchen, einen Lippenstift, einen Nagellack. Wo sind die Nagelsticker? Da. Nagelsticker. Und hier in der 5-Uhr-Tüte sind da noch Tattoos. Und genau, dann sind sie damit bestimmt eine Weile beschäftigt, sich schick zu machen. 17 Uhr. Um 18 Uhr werden wir mit den Kindern Cocktails machen, beziehungsweise einfach nur ein Kiba, Kirsch-Bananensaft, aber sie dürfen einen Zuckerrand ans Glas machen. Wir haben so Spieße, wo sie vielleicht noch einen Obstspieß oder sowas reinhängen können. Trinkhalme, also da werden wir mit den Kindern, genau, Cocktails, Getränke vorbereiten und ja, das macht denen bestimmt ganz viel Spaß. Um 19 Uhr bekommt jedes der Kinder, auch die kleinen Jungs, eine Einwegkamera. Momentsammler können die Mädels und die Jungs da einfach von unserer Silvesterparty schöne Bilder knipsen. Ich bin gespannt, das werden bestimmt lustige Bilder. Ihr wisst, Kinder machen die besten Bilder. Momentaufnahmen, wo nicht unbedingt jeder posiert, von unmöglichen Perspektiven. Das wären dann so richtig echte Bilder, freue ich mich drauf. Um 20 Uhr... Da ist nichts drin. Da steht nur Knicklichter, die hat meine Freundin besorgt. Es gibt so Knicklichter, wo man Armschmuck, also Armreifen, Brillen, Kopfschmuck machen kann. Da werden sie dann um 20 Uhr eine Weile beschäftigt sein. Um 21 Uhr, da ist auch jetzt nur stellvertretend, sind so kleine Schokoladendinger drin. Aber um 21 Uhr werden wir Popcorn frisch machen. Das hat auch meine Freundin besorgt.
Um 22 Uhr werden wir Zinngießen machen und in die Zukunft schauen. Um 23 Uhr, lasst mich reinspickeln. Ah, da sind Luftballons drin. Um 23 Uhr werden wir einfach so ein bisschen Diskothek machen, ein bisschen tanzen, ein bisschen Spiele, ein bisschen Luftballonspiele. Je nachdem, wenn die kleinen Jungs schlafen, vielleicht lassen wir die Luftballonspiele weg und machen nur ein bisschen andere, ruhigere Spiele. Und um 0 Uhr hat meine Freundin dann Wunderkerzen und Knallerbsen oder so, ja, so eine Art Kinderfeuerwerk besorgt. Und ich habe Glückskekse. Jeder bekommt einen Glückskeks mit einem Spruch für die Zukunft. Genau, das sind unsere Countdown-Tüten. Wir freuen uns riesig drauf. Das wird bestimmt total spannend und es ist toll für die Kinder, einfach jede Stunde ein neues Ereignis zu haben. André hat mir wirklich zu Weihnachten ein neues iPhone bestellt und hat jetzt die Meldung bekommen, dass das im Store angekommen ist. Das heißt, wir müssen das morgen früh abholen. Ja, Wahnsinn. Natürlich brauche ich das für die Arbeit und so, aber ich glaube, ich hätte das jetzt nicht so einfach bestellt. Deswegen freue ich mich da riesig drüber. Werden wir morgen früh dann abholen und dann kann es André mir in der Schweiz vielleicht schon einrichten. Ich habe ja noch voll das gute iPhone, also das werde ich dann definitiv verkaufen. Und Mama. Ja, somit wieder einen großen Teil dann hoffentlich davon bezahlen. Aber ja, ich habe das schon mal erzählt, ne? Ich liebe es zu schenken, Geld auszugeben, aber für mich selber habe ich da immer ein Problem damit. Ich weiß gar nicht warum. Aber man fühlt sich dann immer gleich so, oh, jetzt hat man sich so was Teures geleistet oder geschenkt bekommen und der andere nicht. Und ja, gut, ich genieße das, ich freue mich unglaublich drauf und das werden wir morgen dann holen. Jetzt werden wir aber Koffer packen, deswegen habe ich es erzählt, weil wir wollen heute Abend schon komplett gepackt sein, alles im Auto haben, dass wir morgen früh wirklich nur aufstehen und losfahren. Mama, wir wollten doch nur die Kröten und die Baggers. Das machen wir morgen früh. Wir stehen auf und fahren sofort los, Frühstück kaufen, Tröten und Bagger kaufen und das iPhone abholen. Und dann haben wir nämlich 4 Stunden Fahrt. Wieder mit dem Autozug. Fahren wir wieder durch den Berg. Also ja, das wird bestimmt wieder spannend. So, jetzt aber Koffer packen. So, ihr Lieben, André isst schon mal. Wir haben bestellt, aber nur André hat indisch bestellt. Wir haben alle beim Döner. Die Kinder wollten lieber Pizza und Pommes. Deswegen isst André jetzt schon mal vor. Lecker indisch. Pizza ist da, ich habe eine vegetarische, die Kindermargarita mit Dönersoße und eine Portion Pommes. Hallo ihr Lieben. Wann habe ich das letzte Mal gevloggt? Gestern Abend, glaube ich. Wie ihr seht, sind wir gerade im Auto. Ich muss auch ein bisschen leiser sprechen, weil der Ben eingeschlafen ist. Wir haben schon 2 Stunden Fahrt hinter uns und jetzt sind wir gerade an einer Tesla-Ladestation in Freiburg. Na, wir sind schon nach Freiburg, wir sind schon in der Schweiz. Aber ich weiß gerade nicht, wo. Wir waren hier schon mal. Rübingen. Wie? Rübingen. Mhm. Vielleicht erinnert ihr euch ganz schön am. Nach welcher Reise waren wir hier? Ja, nach Aufbringen. In Wallis? Das letzte Mal, als wir auf der Rückfahrt vom Wallis waren, haben wir hier an einem ganz schönen Fluss Mittag gegessen. Und hier auch den Tesla geladen. Und hier sind wir jetzt wieder. Und Mia geht jetzt noch eine Runde spazieren mit André, also so eine kleine Pipi-Runde. Und dann fahren wir weiter. Wir haben noch 2 Stunden bis zu unseren Freunden. Jetzt haben wir gerade hier an einer Coop-Tankstelle ein bisschen was zur Stärkung geholt. Ein bisschen Baguette, ein bisschen Käse. André hat sich so Bündnerfleisch gekauft. Le Baguette. Für Schluck auf. Für Liana ein Kaba und Fastnachtsküchli. Also eine kleine Snackpause und dann geht's weiter. Wir haben wunderschönes sonniges Wetter hier. Und jetzt gehen wir richtig in die Berge und da liegt Schnee und André geht morgen Skifahren. Mit Sandro, unserem Freund, gehen die 2 morgen auf die Piste. Thank you.
Jetzt melde ich mich endlich mal wieder. Wir hatten ein paar Zwischenfälle, weswegen ich nicht gevloggt habe. Auf dem Weg hierher hat Liana ins Auto gekotzt, die Arme. Es ist eine ziemliche Kurverei hier hoch und sie musste sich übergeben und dann war das Auto voll, ich voll, sie voll. Und als wir angekommen sind, mussten wir dann erstmal das Auto reinigen, Liana reinigen, mich, der Rucksack, der voll war mit ausgebrochenem. Ging jetzt alles ein bisschen länger. Wie sagt man denn schön kotzen? Ah, erbrochenem, genau. Genau, erbrochenes heißt das. Genau, deswegen hat das jetzt alles eine Weile gedauert. Jetzt hatten wir schon ein Aperitif draußen im Schnee. Die Kinder haben schon 3 Countdown-Tüten aufgemacht. Jetzt sind sie gerade am Schminken. Ja, Highlife. Jetzt, ab jetzt nehme ich euch wieder ein bisschen mit. Du passt den Kalbfall. Ach ja. Ja. Schau mal. Warte mal kurz. Dann bin ich fertig. Ja. Komm mal, ihr Süßen. Wir machen jetzt die Kindercocktails. Okay. Das sieht so gut aus. Ich würde mehr Banane reinmachen, sonst wird es einfach nur rot. Rot, wirklich nur so ein ganz kleiner Schluck. Dann sieht es cooler aus. Ja, vielleicht noch ein bisschen, ha? Huh? Ja, wow, guck mal den Cocktail an. Jetzt ist klar, gut. Kommt dir bekannt vor? Dreh es ein bisschen drin. Du das auch, Ben, ja. Ja, rausnehmen wieder. Wow, schau dich diesen Zuckerrand an. Das darf man einfach nur reinstecken ins Glas, dass es schön aussieht. Ben darf auch. Willst du eins holen? Schau mal, die Ella macht jetzt ihren Cocktail. Hier, Ella. Wow. Jetzt dein Herz rein und dein Strohhalm rein. Wow. Schau mal, wie schön. Ich habe schon ein mega schlechtes Gewissen, weil wir nicht gevloggt haben hier oder fast nicht. Einen kurzen Moment von Silvester haben wir, glaube ich, gezeigt. Auf Instagram haben wir euch mehr mitgenommen. Aber wir genießen jede Sekunde hier im wunderschönen Unterbech. Atemberaubend, jedes Mal. Überall kalt. Sollen wir wieder reingehen? Okay, wir fahren jetzt eine Weile draußen. Schneemann bauen, rutschen, schaukeln. Werden jetzt noch ein Borsch essen, was André gestern gekocht hat. Und dann werden wir uns schon auf die Heimreise begeben. Wir könnten noch eine Woche hier bleiben. Genau, wir machen jetzt noch Luftballon treten und dann fahren wir nach Hause. Ich verabschiede mich und freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis ganz bald. Ciao.